Wer etwas zu sagen hat, der sollte reden können. Sie haben den ersten Schritt gemacht, an Ihrer Redekunst der Rhetorik zu arbeiten, indem Sie hier auf den richtigen Knopf gedrückt haben. Herzlich willkommen auf der Internetseite www.der-rhetoriktrainer, Ihrem Portal für gutes Reden. Und in diesem Sinne, nutzt die Rhetorik, egal bei welchem Trainer, bildet euch sprachlich aus. In der Volkshochschule gibt es sowas schon für 35 Euro. Und meine Mission als Rhetoriktrainer ist, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Ich helfe Menschen also, dass sie sich in den Situationen so ausdrücken können, wie sie auch und eine Wirkung schaffen, wie sie sie auch haben möchten. Ich bin in einer Gesellschaft und weiß nicht, was ich sagen soll. Dieses Schweigen, also das kennt ja, glaube ich, jeder, ist ja auch eine Tagesform. Mhm. In einer Gruppe. Man kriegt kein Wort raus. Mhm. Ja, Smalltalk ist ein Thema, das wirklich viele Deutsche interessiert. Fast 80% der Deutschen sind eher introvertiert als extrovertiert. Aber ich glaube schon, Michael, dass die Frauen schlagfertiger geworden sind, oder? Das war früher noch anders, ja, wenn man in der Weltgeschichte ein bisschen zurückgeht. Ja, absolut, weil sie selbstbewusster geworden sind. Gerade die MeToo-Debatte verändert ja tatsächlich sehr viel. Wir verändern unsere Sprache und dadurch, dass wir unsere Sprache verändern, verändern wir uns als Mensch. Und jede Frau, die da mitmacht, sich dieses Bewusstsein für sich erarbeitet, ich lasse mich nicht unterbuttern, nicht in Firmenhierarchien und nicht in anderen Situationen, die wird viel für sich verändern und dadurch auch wortmächtiger. Das Wort gefällt mir doch viel besser wie schlagfertig. Ja. Ich war vor 3 oder 4 Jahren schon mal bei Gedankentanken aufgetreten, allerdings in meiner Rolle, ich habe noch ein alter Ego als Hein Hansen, bin ich da als Fischverkäufer aufgetreten und das ist so eine Vortragskabarettnummer. Frische Fische, moin moin hier, Donnerwelle, ist der Laden voll, ich werde elektrisch, das ist ja der Wahnsinn. Und dann werden ja diese Videos hier gemacht und anschließend wurde das hochgeladen und bei YouTube hat dann, viele haben da was drunter geschrieben und einer hat dann drunter geschrieben, ja, der ist gar nicht lustig. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich also das nächste Mal hier auftrete, dann mache ich das eben ohne Humor. Wir bieten unsere Seminare auf Mallorca an, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt keine Stadt, die aus Deutschland per Flugzeug schneller und günstiger zu erreichen ist als Palma de Mallorca. 15 Minuten von Palma entfernt haben wir eine exklusive Seminarfinca gemietet und dort werden wir im schönen, geschützten Raum, im tollen Ambiente unter Palmen, am Pool, an unserer Rhetorik hart arbeiten. Ähnlich wie beim Fahrradfahren nützt es nichts, wenn wir theoretisch viel Wissen haben. Rhetorik ist eine Initiationslehre und wir müssen es live erleben. Das war so eine krasse Erfahrung und das ist natürlich aufregend, aber es ist einfach toll, das zu erleben und ein super Übungseffekt. Warum das Ganze so effektiv ist hier bei Michael, ist einfach, weil das Gesamtpaket Michael Ehlers überzeugt. Er ist Entertainer, er ist Hörbuchsprecher, er ist Redner. Das bedeutet, man lernt einfach von jemand, der aus der Praxis kommt. Die Teilnehmer gehen miteinander sehr offen um, sehr freundlich um und das ist die Atmosphäre hier. Nicht irgendwie Kellergeschoss, irgendein Seminarhotel mitten in der Pampa ist, sondern dass er immer so wunderbare Orte aussucht wie hier. Dieses fantastische Hotel, dieses Finca-Hotel in Calvia. Dort hätten wir dann die Gelegenheit, uns persönlich richtig gut kennenzulernen. Darauf freue ich mich sehr. Ihr Michael Ehlers.